Hallo Leute, das sind wir wieder. Guten Tag, guten Tag. So. Willkommen zurück. Hier probiere ich jetzt gerade wieder leicht. Oh Gott, habe ich wieder Eisen? Leicht Öl in Petroleum umzuwandeln. Damit wir Schwefelsäure mehr haben. Oh. Ich meine, weißt, es stört mich ja nicht, dass das hier so ein Durcheinander ist. Was mich stört ist, du hast, weißt du, was unser Fehler an der ganzen Sache war? Du hast zu wenig Platz zwischen den Fabriken gelassen. Zwischen den einzelnen Komponenten. Kann durchaus sein. Ich glaube, wenn wir da mehr Platz dazwischen hätten, wäre das, glaube ich, nicht so ein allzu großes Durcheinander. Hier wird es ja immer weniger Wasser jetzt. Oh, da habe ich schon kaputt. Warum ist hier Wasser drin? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Hä? Willst du mich verarschen? Das geht nicht? Weil ich verstehe die Welt nicht mehr. Weil das zum Kotzen ist. Ja, ganz ehrlich. Oh. So. Machen wir das halt so. Dass es noch komplizierter ist. Die Scheiße hier. Bring mal mehr Eisenplatten ran. Nee, ich mach da jetzt gar nichts mehr in Eisenplatten. Eisenplatten sind ein ernsthaftes Problem. Ja. Weiß. Da gibt alles überhaupt keinen Sinn. Ich muss das alles umbauen. Das macht überhaupt keinen Sinn so. Steht da der fucking Panzer im Weg? Warum steht der Panzer hier rum? So. What? Yeah. So. Brauchen wir hier nochmal zwei. Haben wir jetzt hier Wasser drin und hier ist Wasser drin. So, dann kriegen wir hier schon mal mehr Fabriken rein, die fucking Petroleum herstellen. Was macht denn eine Zentrifuge? Bearbeitet Uran jetzt, okay. Uran. Also brauchen sie jetzt nicht, ist das hier. Müsste auch rein theoretisch. Da auch noch eine reinkriegen. Mal erstmal mehr Rohre. Gefühlt wird's aber Kupf. Also bei mir kommt genügend Eisen an, ja, also ich habe keinen Schimmer, wenn du Probleme hast, keine Ahnung.
Also bei mir oben ist bloß eine Reihe voll und auch die nicht immer. Langsam ja. Füllt sie sich auf, weil die Produktion von den einen gerade nicht weiterläuft. Aber sobald die wieder anfängt, wird das schwierig werden. Wir machen alles für die Logistik, ja? Wenn das steht, kümmere ich mich voll ganz nur noch um Eisen. Dann werde ich alle Eisendinger im Umkreis von 50 Kilometer anzapfen und zu uns herbringen, ja? Sobald wir das Logistik-Scheiß haben, dann kann ich eine riesengroße Fabrik bauen, die was nur aus Erzplatten schmilzt. Dann kann ich das auch wirklich machen, so wie ich das gerade im Kopf mir ausgedacht habe. Jetzt muss ich nur irgendwie gucken, wie ich die Scheiße da runterkriege. Warum kriegst du kein Wasser? Jetzt habe ich mich hier echt selbst eingespielt. Ich heule gleich. Das wird alles noch komplizierter, weil ich jetzt noch eine Fabrik dran machen muss. Ich mache hier. Das, was ich hier mache, hat hier eigentlich überhaupt keinen Sinn. Wo wollte ich jetzt das Schacking-Rohr ranbauen? Hier. Auch die. So. Auf jeden Fall wird jetzt Leichtöl viel, viel, viel weniger, weil ich jetzt zwei neue Chemiefabriken gemacht habe, die was aus Leichtöl. Petroleum. Petroleum machen. Und mit dem Petroleum mache ich jetzt Schwefelsäure, das zapfe ich aber bei deinen Batterien irgendwie mit ab. Nee, dabei. Für Schwefelsäure brauche ich ja Schwefel. Muss ich jetzt entweder brauche ich jetzt irgendwo Schwefel nochmal an? Und was brauche ich für Schwefel? Wir haben jetzt. Okay, gut. Was? Um Schwefelsäure zu machen, brauche ich Petroleum und Schwefel. Und Schwefel mache ich aus fucking Petroleum? Das ist das, was? Schwefel mache ich. Okay, Schwefelsäure mache ich aus Schwefel, Eisenplatten und Wasser. Ich habe das da unten doch mal gebaut. Ja, wenn ich da jetzt was abzwack. Das macht hier erst aus Petroleum. Das macht Schwefelsäure. Das weiß ich, aber kann ich mir da einfach was abzwacken, ohne dass die fucking Batterie-Ding entsteht? Ja, es scheint ja, wir scheinen ja genug Sulfuric Acid zu haben, mit Überfluss sogar. Ja, das stimmt. Da reicht, glaube ich, zwei Fabriken reichen dafür, das, ja, das kann ich da einfach tatsächlich abzwicken. Weil da, ab und zu geht mal eine an. Du hast ja für jedes einzeln gebaut. Die hängen ja gar nicht zusammen. Da kennt sich noch einer aus.
Ja, da kann ich aber auch nichts abzwicken. Ja, doch, kannst schon. Ja, dann muss ich die ganzen Fabriken umsetzen. Na, du musst bloß. Das geht nicht, weil du überall diese Einzelrohre gemacht hast. Nee, doch, nee. Hä? Außer ich setze eine Fabrik so um. Okay. Das funktioniert zwar auch nicht. Doch, funktioniert. Oh, ist das alles scheiße? Ist Factorio nicht ein tolles Spiel? Wie baue ich das jetzt um? Da sind die fucking Greifarme dann wieder im Weg. Das geht ja auch nicht. Ich kann da nichts abzwicken, ohne dass ich von irgendeiner in der Produktion extrem, dass da überall nur die Hälfte rausrinnt. Oder die Fabriken nur jeweils die Hälfte immer bekommen. Lässt man das mal aus, ob das irgendwie funktioniert. Ja. Habe ich doch alles nötig. Würde sogar funktionieren. Dann knall ich mir jetzt nach da oben das. Okay. Was? Gut. Prozessoren. Für Prozessoren brauche ich Schwefelsäure, Rot und Grün. Zack. Rot. Ach Gott. Ich habe keinen Schimmer, ob das jemals so funktioniert. Keinen Schimmer. Das sehen wir dann schon. Sag mal, warum werden das jetzt so wenig Kupfer... Oh lol. Kupfer. Drähte werden zu wenig hergestellt hier oben. Warum das denn? Da hängt doch eine riesen Fabrik dran. Ja gut, die kann ich sogar noch erweitern. Ach, ich weiß warum. Weil da nur die Hälfte draufsetzen kann, weil ab dem gewissen Zeitpunkt das Band zu voll ist und die hintere Maschine nicht mehr aufladen können, weil es erst weiter vorne aufgeteilt wird. Nee. So läuft jetzt das. So müssten auf jeden Fall mehr Zahnräder nach oben kommen, Drähte. Weil ich brauche die Drähte ja auch für Rot. Und ich brauche Rot und Grün für Blau. Super, mal kommt da noch was an? Wenn nicht, tausche ich unten schon mal alles aus zu blau. Weil die blauen sind ja um wie viel schneller? 0,5 schneller. Dass die vielleicht einfach schneller produzieren.
Ach so, die Greifarme kommen einfach nicht hinterher. Ach so. Stahlproduktion ist viel zu langsam. Boah, kann auch sein. Habe ich auch zweimal ausgeteilt. Da haben wir auch zwei Fabriken. Es kommt praktisch nichts hier oben an zu der automatischen elektrischen Furnace-Maschine da, Fabrik, die ich habe. Und das wird unsere blaue Produktion gleich hart bottlenecken, aber das sehen wir gleich. Ja, gut, blau brauchen wir ja eh gerade nicht. Bevor ich meine lila. Ja, das könnte daran liegen. Brauchen wir die automatische Flammenwerfer-Munition? Nicht zwingend, die kannst du abstellen. Weil die braucht die. Ich hack mal oben das Ding weg. Du bist ja da, glaube ich, in der Nähe, oder? Nee, da bin ich, glaube ich, sogar schon wieder näher dran. Ich kapp mal oben einfach die Stahlleitung für das Ding und guck mal, ob das dann noch läuft, wenn die keine automatische Munition mehr herstellen. Weil da ja, ist die ganze Munition Kiste dran voll. Ja eben, es stellt ihr doch inzwischen eh nicht mehr her, oder? Doch, doch. Es läuft alles noch. Ja, und ja. Es liegt daran, dass du bei manchen Sachen schnelle Fließbänder, wie gesagt, wir müssen die Fließbänder alle anpassen, weil sonst kommt da einfach nichts an. Weil hinten hängt alles fest und oben kommt es dann nur vereinzelt an. So. Also ich habe die jetzt mal komplett vom Netz gekappt. Ne, die Kiste ist noch nicht mal ganz voll. Oh. So. Scheiße. Wo habe ich jetzt... Da habe ich das hingeschickt. Ich komme hier überhaupt nicht voran. So. Auf jeden Fall habe ich jetzt geschafft, dass die Kupferfabrik wieder schneller läuft. Die Kupferdrähte. Hello. Deine Autobahn haben wir gesagt, ist ja nicht mehr wichtig. Ist nicht wichtig. Die war am Anfang auch nicht wichtig, die wollte ich einfach nur so bauen. Weil ich wollte gerade eine Dingsbahn einfach drüber. Wie mache ich denn das jetzt? Okay, hier habe ich die Schwefelsäure. Dann brauche ich was? 2 Rot und 20 Grün. Für ein Ding. Und Plastik. Nee. Hä?
Achso, nee, den Plastikbereich für Rot. Bist du noch da? Ja. Ah, okay. Ich bin gerade bloß hier irgendwie, genau. Wie ich das hier hinkriege. Das Plastikbereich für Rot. Ich brauche... Hä? Der hilft nichts. Ich muss da irgendwie gucken, dass ich mir hier Rot abzwack von der... Und Grün. Aber von Grün brauche ich so viel. Haben wir für die Grünprozession eine extra Fabrik, die ordentlich läuft? Ja, na klar, die ist im Hauptbus angeschlossen. Habe ich. Das ist eine von meinen Fabriken, also schön groß. Nee, die ist eben nicht schön groß. Das ist genau dieselbe Größe, wie ich gemacht habe. Und das reicht nämlich auch nicht. Ich brauche 20 für einen. 20 Grüne für ein Dingens. Die werden dann nicht so schnell hinterherkommen, glaube ich, mit dem Produzieren. Die Grünen werden, glaube ich, ziemlich schnell produziert. Ja, du hast zwei Fabriken für Grün, glaube ich. Oder? Nee, die Grünen stehen einfach nur. Ach, ich habe keinen Schimmer. Die Grünen hängen am Hauptbus. Rot hängt am Hauptbus. Dann schicke ich meinen Schwefel auch zum Hauptbus irgendwie mit dran. Dann haben wir halt da ein Rohr mit dabei. Na, keine Rohre zum Hauptbus. Doch! Weil sonst muss ich alles nach unten schicken. Das ist ja völlig dumm. Also, okay, ja, mach's irgendwie so. Ich hab aber halt das Rohr nicht am Hauptbus noch mit anschließen, weil da wird's eine Katastrophe. Halt irgendwie ja, ein Rohr ja, da außerhalb halt, ja. Ist da die eine Sache, aber nicht irgendwie am Hauptrohr noch anbauen. Egal. Die Folge ist jetzt vorbei. Ich kümmere mich in der nächsten Folge drum, wie ich die blauen Dinger irgendwie mache. Ich so langsam kocht mein Kopf. Ich brauche unbedingt ein Bier. Bis dann, Leute. Tschüss.